Hallo ihr lieben Zuschauer, das hier ist ein neuer Themenvlog und zwar geht es heute um Heizungssysteme. Wie ihr wisst, gibt es ja seit dem 1. Januar das neue Heizungsgesetz, das ja in Kraft getreten ist. Und das möchte ich hier in meinem neuen Themenvlog eben euch erläutern, welche Heizungssysteme es gibt, welche man nehmen darf, ohne Probleme zu bekommen und welche Heizungssysteme noch eben noch, sagen wir mal, 1, 2, 3 Jahre weiterlaufen dürfen, ohne dass man mit Gesetzprobleme bekommt und eben auch geduldet werden, wie eben bei mir selber auch. Also ich habe eine Gastherme und die wird wahrscheinlich jetzt noch 1, 2 Jahre, so wie sie jetzt ist, genehmigt. Und das wird sich dann eben zeigen. Ihr werdet es erst sehen, ja, in diesem Themenvlog. Ja, beginnen wir diesmal mit dem Themenblock Heizungssysteme einfach mal mit der Pelletheizung. Also die Pelletheizung ist natürlich klar auch nicht gerade günstig in der Anschaffung, aber die Pellets an sich selber sind jetzt eigentlich immer noch recht günstig, dass es einfach halt auch eben lohnt, dieses Heizungssystem in einem Einfamilienhaus einzubauen. Das ist ja meistens eigentlich nur dafür gedacht, weil in Mehrfamilienhäusern sind ja meistens ganz andere Systeme verbaut, wie Nachtspeicherwärmeheizung oder eben Elektroheizung, Gasheizung, die das alle Ganze befeuert mit der Wärme an sich. Und ja, die Heizkosten steigen natürlich und mit dem beschlossenen Heizungsgesetz, das ja ab dem 1. Januar 2024 dieses Jahr in Kraft getreten ist, ist es halt nur so, dass eben das Problem jetzt auch bei mir ist, vor allem, was muss ich jetzt demnächst einbauen? Also ich habe jetzt selber eine Gasheizungstherme, Gastherme, eben, sprechen wir einfach kurz nochmal die Solartherme an. Und zwar, klar, es gibt auf den Dächern Solarzellen, die eben auch Wärme geben können. Dann eben gibt es ja die Ölheizung eben auch, ne, wo man dann im Keller meistens bei einem Einfamilienhaus ein Ölspeicher eben hat, also ein großes Gefäß, ein Tank, wo eben das Öl, sagen wir mal 1000 bis 2000 oder je nachdem, 4.000, 5.000 Euro, je nachdem was es kostet, vollgefüllt wird. Dann gibt es ja eben noch die Fernwärme eben auch. Da sind die Preise auch total unterschiedlich. Also günstig gibt es ja gar nicht mehr. Also es kostet alles hier irgendwo für jeden was. Ne? Also müssen alle wegen leichter drauflegen. Weil wir wissen ja, seit 2022 ging es ja los. Da sind ja die Gaspreise extrem hoch angestiegen, die Strompreise angestiegen. Also es ist da wirklich ein Dilemma, wo wir drin stecken. Ne? Ich kann es euch klar in dem Video jetzt noch genauer erläutern. Wie gesagt, bei mir ist jetzt das Gasheizungssystem, Gastherme eben, also in 1, 2 Jahren muss ich wahrscheinlich eine andere Gastherme einbauen, eventuell, ist noch nicht ganz sicher, die kostet aber auch zwischen 8 und 10.000 Euro, was ich da berappen muss, und ist auch letztendlich so, dass ich jetzt eben aber noch nicht sicher bis dahin sagen kann, ob ich überhaupt ein Gasheizungssystem weiterführen darf in meiner Wohnung. Also vielleicht brauche ich auch eine Wärmepumpe, was ja vorgeschrieben ist. Also soll ja auf erneuerbare Energien ja umgestiegen werden. Was man jetzt ja trotzdem dazu so sicher sagen kann, dass es wirklich dringend bei jedem gleich jetzt erforderlich ist. Also ich weiß ja, wie schnell die Umsetzung vonstatten gehen muss. Also man braucht die Handwerker dazu. Das Geld ist wieder eine andere Sache. Ja. Billig wird es natürlich klar auch da wieder nicht. Jeder Umbau ist teuer. Ja, was soll ich noch sagen? Also, jeder möchte, klar, dass es im Winter warm ist. Also, auch wenn wir jetzt, muss ich sagen, jetzt momentan scheint bei mir die Sonne und es ist nicht so kalt. Ich habe ein riesen Fenster, das ist ein Vorteil am Balkon und da kommt halt schon, wenn die Sonne scheint, die Wärme durch die Sonnenstrahlen eben Wärme rein in mein Wohnzimmer. Ja, also, ich friere da nicht so. Also, das bringt schon viel, manchmal bis zu 5 Grad mehr. Das fällt mir schon manchmal auf, also ich habe da auch so ein Thermostat, wo ich das immer nachvollziehen kann, wie es jetzt dann gerade wärmer geworden ist. Also auch die gute Frau tut mir jetzt wirklich leid, sie muss die Heizung etwas schwächer drehen, weil ja klar, ob es Gasheizung ist, Nachtspeicherheizung oder eben auch diese Elektroheizung, da gibt es ja verschiedene Systeme, das wisst ihr ja, Solarenergie oder Solarthermie sagt mir auch,
Ja, dann dreht man halt lieber ein bisschen runter auf 3 oder 2, dass die Preise, also die man bezahlen muss, die Gasrechnung, Heizrechnung, wie auch immer, ja, bezahlen kann. Also ist natürlich klar nicht so einfach. Jeder hat da so sein Leid. Und wichtig ist aber auch bei gewissen Heizungskörpern, dass man ja auch öfters mal putzt, den Staub wegmacht und so. Weil wenn so viel Staub drauf ist, dann wärmt es auch nicht so gut. Aber es stinkt auch, also wie gesagt, bei Heizung richtig heiß sind und dann ist da ein Staub drauf. Ja, das merkst du halt einfach, ne? Das ist dann richtig so, ja, wie soll ich sagen? Du spürst halt einfach oder riechst halt auch den Geruch von dem Staub, wo auf der Heizung ist. Also da ist die Luftfeuchtigkeit auch nicht so gut an. Man könnte dann zwar jetzt irgendwie einen Luftentfeuchter in die Wohnung stellen oder einfach nur ein paar Gefäße mit Wasser drin und dann würde es auch ein bisschen besser sein, dass die Luft im Raum etwas besser ist oder in den Räumen eben. Aber wie gesagt, reinigt eure Heizung, lasst sie gut warten. Ich habe, wie gesagt, einen Vertrag jedes Jahr, lasse ich immer meine Heizung durchchecken. Das ist ganz wichtig, wenn man das Geld auf jeden Fall hat, hoffentlich, dass man auf jeden Fall die Heizung mal warten lässt, weil dann weiß man auch, die funktioniert gut. Ich brauche jetzt vorerst mal keine neue Therme, meine geht ja. Und wie gesagt, ich hoffe euch einfach, dass ihr das auch alles bezahlen könnt. Ne? Wie gesagt, okay Leute, das war's dann mit dem Vlog. Also ich hoffe, euch hat dieser kurze, informative Heizungsthemen-Vlog gefallen. Wenn ja, schreibt mir es einfach immer in die Kommentare rein. Ihr könnt auch gerne Anregungen bringen für weitere neue Themenvlogs, welches Thema auch immer. Also bin da ziemlich offen. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Mein Name ist Johannes Pontiac. Oder liked mich, teilt mich weiter, klickt einfach an, ich freue mich über das Klick. Und ich hoffe, dass diese Themenvlogs auch weiterhin gut bei euch ankommen. Denn ich bin jetzt schließlich erst über seit eineinhalb Jahren bei YouTube. Ich bin jetzt mehr als mal rausgegangen und habe jetzt auch wieder mehr vor, kleine Vlogs zu drehen, um euch auch eben glücklich zu machen. Okay, bis bald, euer Johannes Pontiac. Ciao, ciao.